Holger, hallo, heute hier, siebter November, also 25 Jahre Mauerfall und so weiter, ganze Theater. Und was läuft für ein Lied? Atemlos. Das, was mir nicht... Grund, warum du zumachst. Ja, das ist ein Grund, warum ich zumache, genau. Mauerfall, kann ich dir übrigens ganz kurz was, eine kleine Aktuelle, wie ich das erlebt habe. Ja. Ich war im Stadion, der VfB hat 3-0 gewonnen gegen Bayern München, Pokalspiel. Das ist ein Wunder. Das war, ja eben, deswegen. Ja. Das war viel wichtiger als der scheiß Mauerfall. Ja, ja. Das ist natürlich für einen Fußballfan, war das natürlich die Sensation. Nie mehr wahrscheinlich danach. Doch, ja, man hat schon ab und zu noch gegen die Bayern gewonnen. Aber nicht ab so hoch. Und so. 3-0 war schon eher selten. Das ist richtig. Also ich habe ja die Bayern mal, also ich war ein einziges Mal in meinem Leben, damals im Neckarstadion, ist ja ewig her, und zwar weil da Karaoke war, habe ich ein Lied gesungen und dann war ich halt so dort und da hat waren die Blauen, also die Kickers haben damals noch, waren in der Bundesliga. Was will ich erzählen? Ich war auf der Pressetribüne, ich habe dich dabei beobachtet. Da war ich schon gut. Uli Dier war dein Moderator von Antenne 1. Ja, kann sein. Genau. Ja, jedenfalls. Und dann haben die also gekickt und in der ersten Halbzeit haben die Bayern kein einziges Tor gehabt. Okay. Und die Kickers haben reingedonnert, das war wahre Pracht. Und neben mir war einer gesessen, und ich habe ja keine Erfahrung gehabt mit solchen Fußball, und der kam aus weiß der Geier woher angefahren, weil er Bayern-Fan war. Und dann sagt er, er muss gehen, weil er muss dann und dann daheim sein. Und wenn er jetzt wartet und hin und her, dann sagt er, oh, die Bayern haben verloren. Der war total, der war überhaupt nicht unidentisch. Das Schärfste war ja, die haben ja zweimal gegen Bayern gewonnen, ja, und in München auch 4-1 gewonnen. Ja, aber die haben dann nicht gewonnen, die haben dann nachher verloren. Da haben sie verloren. Da haben sie dann noch, nach dem Ding haben die Bayern 5 Tore reingeknallt. Ja, genau, war, also vorher war es 3-0. Ja, und dann genau, haben richtig, ja. Und dann haben die noch 5 Tore aber die Bayern geschnitten. Ja, haben die Kickers 4-1 gewonnen, was der VfB davor, egal. Und das Stadion voll, weil die haben alle ihre Kinder, die Ding durften alle mitbringen. Wie die Sau. Ja, aber zurück zum Thema, würde ich sagen. Karaoke. Ja, Karaoke, warum genau. Machst du jetzt zu wegen? Atemlos eigentlich nicht, oder? Naja, aber das ist eins davon. Also atemlos, Maiweh, sei bereit und so. Manche Sachen kann man nicht mehr hören. Burnout. Weißt du, was es bei mir war lange, damals in den 90er, war es Jennifer Warnes und Joe Cocker, Up Where We Belong. Genau. Wenn das irgendwo im Radio lief, habe ich sofort ausgemacht. Ja. Also ich sage nichts gegen dieses Lied und auch nichts gegen Karaoke Fun Pub, aber... Ja. Oder damals von dem Film da, wo die wie hat sie geheißen, die Auto, die ist mittlerweile, wie heißt denn da, die... Whitney Houston. Von Bodyguard. Ja, genau. Mann. 1993, ja. Oder Celine Dion damals mit dem Boot da, mit dem Titanic da. Ja. Das, auch noch so ein schlimmer Ohrenfeger war bei Killing Me Softly von den Fugees. Ja. Das konnte ich dann irgendwann auch nie mehr hören. Vor allen Dingen, weil man ja das Original noch gekannt hat. Von Roberta Fleck damals. Genau. Mann, ja, das waren Zeiten. Ey. Ja, das hat es, und das, dieser Burnout, 22 Jahre lang immer dieses, jedes Wochenende und dann 100 Mal, bitte nehmt keine Getränke mit raus, bitte, wir sind in der Woge, mit Ruhrenbahn, ey, unerträglich, es geht einfach nicht mehr, es ist irgendwie Burnout. Und ich sag, Burnout würde ich das nicht nennen, aber es ist irgendwo auch vorbei dann. Ja, ausgelutscht. Du musst ja vorstellen, ich frage mich wirklich, wie das Leute machen, und ich bewundere die am Band stehen, über Jahre und Jahrzehnte. Immer das Gleiche, immer dieselbe Handbewegung oder so. Naja, ab und zu kommt ein neues Modell raus, dann machen sie die Handbewegung so rum und so. Ja. Aber gut, das ist halt so, die können halt ihr Ding leerlaufen lassen, ihr Hirn leerlaufen lassen. Da musst du denken, wenn du beim Daimler arbeitest, dann hat die Stunde ja bloß 55 Minuten. Ja? Da ist ja die Steinkühlerpause und das ganze Zeug haben die ja noch. Mhm. Dann haben sie, glaube ich, 35, 36 oder was weiß ich, noch weniger Stundenwoche. Ja? Dann haben sie endlos Urlaub, dann kommt die dicke Kohle rüber. Bitte. Ja, das muss man schon sagen. Ja, klar. Und jetzt guck, jetzt bist du Gastronom. Ja. Jetzt musst du um 8 Uhr, muss dein Laden offen sein, da muss alles fertig sein, die Kaffeemaschine, das Licht muss an sein, die Computer hochgefahren, da muss alles picobello. Du musst auf der Toilette gewesen sein, hin und her, und dann geht es 7 Stunden ohne Pause durch, ja. Für die Petra ist noch schlimmer, bitte. Und dann, was heißt 7 Stunden Touchur, und dann ist ja immer noch ein Feierabend, dann bist du die Leute draußen, hast schon verabschiedet und hin und her. Ja, das kann doch keine Sau mehr. Nee, und wer kann denn, die junge Leute sind doch gar nicht mehr leistungsfähig. Was die Leute auch gar nicht sehen oder sehen wollen oder sehen können, ich weiß es nicht, ist so diese Zwischenphase. Da muss eingekauft werden, da muss Getränke organisiert werden, da muss um Musik gekümmert werden, um neue Innovationen und was weiß der Geier. Ja. Und ich habe mal einen Spruch gehört über meinen Job damals. Na, was machst du eigentlich? Ein bisschen ins Mikrofon labern, ein bisschen Musik auflegen, das kann ja jeder. Aber wirklich jeder. Genau so ist es. Ich könnte ein Buch schreiben über die Leute, die sich hier beworben haben und die da denken hin und her. Und da ist dann sofort, wenn die dann sagen, ja, das mache ich und eine tolle Idee, und dann sage ich, setz dich mal hin eine Weile, ein paar Minuten, und dann heißt es auf einmal, also ich habe jetzt die Petra mal eine Stunde beobachtet, also das kann ich nicht sagen, ich glaube, das wird nichts und so weiter. Allein schon so, ne? Ja, okay. Ja, du, Volker, du siehst, ich muss schön abbrechen, kein Problem. Cut. Wir schneiden gleich. Okay.